Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Nier Automata. Ja, beim letzten Mal haben wir ein kleines Theater begutachtet von den Maschinen, die Romeo und Julia gespielt haben. Und haben hier der einen Person da oben ihre Spieluhr gebracht und können nun hier hinten hinein. Und sehen, der hier hat auch noch eine Aufgabe. Gucken wir uns mal an, was er denn für ein Problem hat. Was ist denn los? Vielleicht kann ich dir helfen. Sag, du bist da aus dem Bunker, oder? Tja, ich habe da ein paar auszuliefernde Pakete, aber ich krieg sie nicht aus dem Lager. Eine meiner Vorgesetzten sollte sich eigentlich darum kümmern. Aber jetzt liegt es an mir und die Dinger sind komplett zugebaut. Dafür lässt sie meinen Kopf rollen. Ich muss die Pakete für den Transport da rausbekommen. Glaubst du, du kannst die Waren für mich herausbekommen? Ja, denke ich mal. Großartig, tausend Dank. Ärger schlichten angenommen. Marking objects likely to be the targeted packages. I can't get them out like this. Ugh, better make a path first. Okay, da oben diese Truhe und hier neben das. Ich kann ihn nicht nach hinten ziehen. Aber nach oben. Gut, das dürfte gehen. Und auch diesmal wieder, ich hoffe mal, man hört den Ventilator nicht, den ich hier anhabe. Ja, komm, das ist ja kein großes Rätsel hier. Weil, ja, es hat doch etwas warm und ja, wenn ich Fenster mache ich halt immer während der Aufnahme zu. Damit, falls hier irgendwelche Störgeräusche von außen kommen, eben okay, that should be all of the packages. Nicht zu hören sind. Ja, habe ich halt das Fenster mal zu und damit ich hier nicht an Hitzetod sterbe, habe ich es eben zugemacht. Ja. Und den Ventilator an. Und ich denke mal, das ist für mich so passend, aber ja, im letzten Part hat man ja auch nicht den Ventilator gehört, von daher dürfte das passen. Du hast wirklich alle gefunden? Du bist ein echter Lebensretter. Du solltest wirklich die Lagerlogistik überdenken, da denke man ja kaum laufen. Ernsthaft, da muss dringend aufgeräumt werden. Ich weiß, ich werde es mit meiner Vorgesetzten besprechen. Hier eine kleine Entschädigung für die Mühen. Ja. Das kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Kann man mal machen. Hat sich doch gelohnt für eine so einfache Aufgabe. Waren die Belohnungen doch eigentlich recht supi. Okay, die hat nichts. Mal gucken, ob wir hier noch... Ja, die Waffe können wir upgraden. Aber ich glaube... Was fehlt mir hier noch? Tierfell. Dafür müsste ich ein paar Tiere killen, aber ansonsten wird es gehen. Bestienlord Perit. Auch hierfür würde Tierfell fehlen, aber ich glaube, die Waffe werden wir nicht unbedingt verbessern. Wer bist du? Oh, wunderbar, dieses Kopfteil. Einfach wunderbar. Wenn du das ausrüstest, kannst du sie sehen. Du kannst die Welt sehen. Hör zu, du kannst mir jede Frage stellen, denn ich bin allwissend. Noch so eine. Okay.
Hier ist noch eine Aufgabe. Hm. Stimmt irgendwas nicht? Ihr seid von Yorha, stimmt's? Ob ihr wohl... Es ist so, dass ich kürzlich bei einem Handgemenge mit einigen Maschinenwesen den Kürzeren gezogen habe. Beim Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitet, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Nehmt zum Beispiel dieses Foto. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was auf ihnen zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Wüste? Der Vergnügungspark? Und ein Gebiet, wo wir später noch hinkommen? Ich verstehe ja, dass ihr beschäftigt seid, aber wenn ihr die Zeit haben solltet, mir zu helfen, dann... Ja. Kann man auch mal annehmen, würde ich sagen. These places look familiar. One looks like the amusement park, one looks like the desert, and one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Ja gut, der Wald, das ist jetzt ein Gebiet, da waren wir noch gar nicht. Aber okay. Hier vielleicht mal ein bisschen umgucken. Wir haben 35.000, das ist nicht allzu viel. Aber ich gönne mir mal ein bisschen was. Naja, werden wir schon. Denn wir können uns natürlich auch ein bisschen verbessern. Hört Stärke von Niederschlagangriffen, versteckt Angriffe mit einer sehr schwachen Schockwelle. Gut, die sind natürlich alle ziemlich groß. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Waffenangriff hier zum Beispiel 11. Oder machen wir hier ein bisschen was für die Verteidigung? Boah, ja. Das Zeug ist sehr groß. 2 Sekunden Unbesiegbarkeit nach erlittenem Schaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Physischen Schaden. Wir tun einfach mal irgendwas hier hinein. Ich glaube, der ist besser. Ja. Ich werde mich da bei Gelegenheit mal, denke ich mal, etwas umschauen. Aber ich glaube, aktuell haben wir sowieso noch nicht so sehr die Möglichkeiten, da groß was rauszuholen. Einfach weil wir noch nicht die gewissen Größen haben, die halt genauso gut sind, aber kleiner sind, also weniger Platz da drin verbrauchen. Und ich guck mal, was haben wir da noch so für... Gut, wir könnten mal in die Wüste gehen. Bitte des Händlers. Der Objektshop hat wieder geöffnet und mit den Handel Blood and Chips wieder aufgenommen. Mit seinem Bein zu reparieren war ein fruchtlos, denn er hat Angst, das eigene einzige Originalteil zu verlieren, das ihm noch geblieben ist. Achso, das ist abgeschlossen.
Okay, Lagerhalle beschrieben. Achso, das war das. Ja gut, da kenne ich das. Investiere in die... Ja gut. Vielleicht mal eher auf der Karte gucken. Oder hier nochmal nachgucken. Zeigt irgendwas hier hinten an. Doch bei der Maschine hier. Weil als wir das letzte Mal hier waren, da war ja gar nichts. Sind die doch hier irgendwo? Oder bin ich gerade... Oder habe ich das so sehr vergessen? Kann eigentlich gar nicht mehr sein, aber anscheinend ja doch. Das wäre blöd. Aber es wird ja hier irgendwo angegeben. Oder ist das hier einfach die Mission, die hier... Nein! Nein! Sorry, aber ich will das jetzt gerade herausfinden. Ich meine, es zeigt ja hier irgendwo hin. Oh, da ist sogar noch eine kleine Kiste. 1000 Gold, ja, kann man immer gebrauchen. Wir sind jetzt da, wo es hier markiert ist. Ich verstehe es nicht. Eventuell werde ich es nochmal nachgoogeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal auch, so Sachen wie dieses Tierfell und alles werde ich mal offscreen farmen gehen. Was haben wir hier sonst noch? Ach, da wäre auch noch. Gut, das wäre jetzt aber die Fabrik. Gut, wir gehen jetzt einfach nochmal zur Fabrik. Wenn es dann nichts dort ist, gehen wir die Main Quest wieder an. Deal? Ich würde mal sagen, okay, oder? Dann werde ich irgendwann nochmal nachgucken, wahrscheinlich nach dem Part, wo es da jetzt weitergeht. Ich glaube, diese ganzen Maschinen hier... Können wir mal Maschinen sein lassen. Wir müssen ja nicht alles killen, was uns vor die Nase kommt. Leck. Alert. Targets are rogue units 22B and 64B. Auf einmal. Damn it. I'll kill you. Das glaube ich nicht. Auch wenn wir underlevel sind. Wir haben die coolen Waffen und den Pussy Mode. Alter, ich bekomme hier echt nichts mit. Haha, Ulti oder so ähnlich. Das haben die nicht. So wie es aussieht.
Aber jetzt verstehe ich nicht so ganz, wieso auf einmal hier was ist. Tutu B! Oh, damn it! Damn you to hell! Hat die gerade 22B gefragt oder 2B? Weil ich habe 22B gelesen. Was ja der Name von ihrer Kollegin wohl war. Hey, Level Up. Oh, und wer bist du? 22B. 64B. What the hell? Alert. Target is former Yorha Captain 8B. Currently wanted for desertion. Proposal. Disable and detain at once. You did this! Please, you have to stop fighting! Shut up! You don't know anything! Analysis. Unit 8B specializes in close quarters combat. Proposal. Destroy enemy with long-range attacks. Destroy? What happened to detain? Naja, das sind die Vorschriften, ne? Wird erst gesagt, ja, nimmt ihn fest und dann... Nee, killt ihn lieber. Oh, die hat einen Speer, oder? Eine coole Waffe. Aber wir haben halt coole Moves. Und sind zu zweit gegen eine. Was eigentlich voll unfair ist, aber egal. Aber auch sie ist gleich down. Geschafft. 10.000 Goldnet. Wow. Eine Waffe erhalten. All units destroyed. Black box signals confirmed offline. Mission complete. We killed them. Our fellow units. Why the hell did they steal from the resistance in the first place? You think Anemone might know something to be? Let's find out. Gut, hätten wir das dann auch noch erledigt. Aber ja. Leute aus der eigenen Reihe, denen man vielleicht vertraut hat. Dafür den Auftrag zu bekommen, sie auszuschalten. Ich glaube, so einfach fällt das keinem. Selbst Tobi hat ja dann eher, ja, war eher ruhig. Und hat nichts mehr gesagt. Die ja eigentlich immer so die... Ja, die Person war, die so mehr nach den Vorschriften und alles gehandelt hat. Na gut, wir schauen auch mal ganz kurz bei Anemone vorbei. Wenn ich den Weg halt finden würde... Mann, ich verlaufe mich ja immer wieder. Ja, der Typ hier hat auch noch eine Aufgabe für uns. Kann es ja schon mal vorwegnehmen, es ist eine... Ja, ein Rennen gegen diese Maschine. Ich glaube, ich habe zwei Stufen, also... Mir sind drei bekannt. Die ersten zwei habe ich geschafft damals im privaten Playthrough. Die dritte nicht. Da kann man natürlich halt mit diesem Bewegungstempo und allem nochmal erhöhen, aber naja. Ja, kann ich euch helfen? Ja, wir müssen wirklich mit deiner Hilfe etwas klären. Kannst du uns etwas über die Yorha-Soldaten erzählen, die eure Vorräte gestohlen haben? Ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Hm? Ich meine, wir bewahren unsere Vorräte an mehreren Orten auf. Aber soweit ich weiß, wird nichts vermisst.
Ich verstehe. Naja, danke. Kommt hier jetzt noch was? Ja, okay. So it turns out those soldiers didn't actually steal anything. Which means what? 9S to command. Come in. Operator 210 here. Go ahead. It's about the Yorha soldiers who deserted. Copy that, 9S. We've confirmed their status on this end. No, but I mean, the Resistance says that none of their supplies are actually missing. So what's going on here? I lack access to the data concerning this mission. Huh? The order came from the commander herself. What? Operator, I don't understand. Be careful, 9S. I have no further information. Huh? Operator? Operator? The hell is that all about? Let's go. But... We're here to fight. That's all. Ja, ja. Wir sind nur da zum Kämpfen. Am besten keine Fragen stellen. Das haben nicht nur die hier in hier Automata gerne, glaube ich. Das hat man auch im Real Life recht häufig. Dass man am besten die Klappe hält. Auch wenn es nicht unbedingt immer richtig ist, ne? Gut. Ich würde jetzt aber einfach mal behaupten, wir machen heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Und machen dafür dann beim nächsten Mal mit der Main Quest weiter. Und erkunden mal dieses riesigen, ja, diesen riesigen Krater hier. Mal schauen, was dort so auf uns wartet. Wird ja jetzt auch mal langsam Zeit. Ich meine, wir haben jetzt zwei, drei Parts ohne, ja, nur Sidequests gemacht. Ich glaube, da wird es mal langsam Zeit, mit der Mainquest weiterzumachen, oder? Jo. Von daher würde ich sagen, war es das mit Nier Automata für heute. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch gelassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier in den Krater gehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.